Moin, moin, Leute. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier bei mir auf dem Kanal. Willkommen zurück im Projekt Map Mod Begutachtung. Und heute sind wir auf einer Map. Im Titel habt ihr schon gelesen: Mecklenburg Seenplan. Warum? Dann hast du dir die Map mal wieder rangeholt. Und es ist ganz einfach: die hat ein Update gekriegt. Und ich bin momentan ja auf der Suche nach einem neuen Solo-Projekt. Und darunter fiel auch unter anderem diese Map. Weil sie... eben auch überarbeitet wurde. Ich würde sagen, bevor wir uns ein bisschen was angucken, wir gucken mal, was der Autor so schreibt. Eigentlich ist es gar nicht mehr so viel, also... Mecklenburgische Seenplatte. Willkommen im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte. Alle Standardfunktionen des FS22 sind vorhanden. Es gibt 12 Felder, 3 Wiesen. Es gibt einen Bauernhof mit 2 Kuhställen, eine BGA, ein Silo. Saatgut, Kalk, Dünger können auf der Karte gekauft werden. Wichtig, die Eisenbahn ist nur eine Dekoration. Dann gab es mehrere Changelogs und der letzte Changelog ist Umgebung umdekoriert. Hofumbau, neue Startfahrzeuge, Bruchzerstörung. Okay. Hohe Changelogs sind noch bei Änderungen, Texturen und so weiter und so fort. Das könnt ihr euch gerne bei ModHub alles selber durchlesen. Ist vom Autor Holden. Übrigens eine der wenigen Map, die ihr runterladet und dann spielen könnt, ohne dass ihr irgendwelche Zusatzmods braucht. Soll es auch geben. Dankeschön dafür. So, das ist der umdekorierte Hof. Er ist für mich ein bisschen größer, ein bisschen strukturierter, ein bisschen klarer geworden. Hier in der Mitte befinden sich eben die beiden Kuhställe. Dann habt ihr hier das Silo. Ihr habt hier ein Güllebecken. Hier hinten habt ihr so eine Ecke, wo ihr, was weiß ich, Ballen lagern könnt. In der Mitte habt ihr zwei Unterstellhallen. Hier habt ihr einmal einen Kuhstall mit Außenanlage und wo ist der zweite Kuhstall? Hier ist der Kuhstall mit Außenanlage. Das sind zwei Hallen, ne? Nur keine Stelle. Sag ich ja. Wo ist denn der zweite Kuhstall, Leute? Ja. Hier sind auch noch Unterstellmöglichkeiten. Hier auch. Hm? Genau, hier ist nämlich die Unterstellmöglichkeit mit dem Außending hier. Ja, okay, dann habt ihr tatsächlich nur einen Kuhstall. Naja, okay, Lirum Larum Löffelstiel ist halt nur ein Kuhstall. Lieber Holden, verbessere das mal. Okay, also neu strukturiert, umgebaut. Ich denke, sieht aufgeräumt aus. Hier habt ihr eure Zufahrt dann zu dieser Hauptstraße. Ihr habt da ein paar Häuser, schön mit Deko. Und wenn man so rüber guckt, ja, die Felder sind einfach riesig. Dann habt ihr hier nebendran an der Ecke noch eine weitere Geschichte, die auch zu euch gehört. Die Textur, hatte ich erst das Gefühl, das sieht aus wie die alten Kachelfliesen bei Oma aus der Küche. Aber ich denke, das soll eher so darstellen, alte Kopfsteinpflaster mit Moos überwachsen. Wenn man so guckt, finde ich es ein bisschen Richtung Augenkrebs. Wenn man so eben zu Fuß unterwegs ist, ja, seht ihr, dann geht es, ne? Ihr habt ja noch ein paar Fahrzeuge. Also da hat er nicht gespart. Und ja, dann habt ihr hier eben Feldwege. Da muss ich ganz ehrlich sagen, mir gefallen diese
Betriebswege hier, ganz gut, wo er so Ausbuchtungen gemacht hat, wenn ihr euch eben entgegenkommt. Ja, das finde ich recht gut gemacht. Ansonsten eben, ja, ich sag mal, dieser Matschfeldweg ist jetzt nicht unbedingt so eine Donnensache. Also mir gefällt sowas mittelmäßig. Na, aber diese Betriebswege mit den Ausbuchtungen, also gut, finde ich okay. Dann habt ihr hier hinten so ein Industriegelände, ne, mit Waage, also das ist ganz hübsch gemacht. Wenn ihr mal so rüberschauen, ne, hier so in der Mitte, toll mit den Blumen so gemacht, also da hat er sich super Mühe gegeben. Ja, überall so kleine versteckte Details, ja. Das ist also echt ein. Hier könnte man natürlich noch mehr rausmachen, aber ist halt so, hier habt ihr eure Einkaufsteile oder Verkaufsteile, je nachdem, was ihr da alles habt. Also gut gemacht. Schön, schön. Oh, und dann diese Riesenfelder, ne? Aber, und jetzt kommen wir mal zu einem Punkt. Also nur Matschwege als Feldwege hat er nicht. Guckt euch das mal an. Ja. Eben schön ostalgisch Betonwege. Ja, diese Betonplatten. Ja, das hat er schön durchgezogen. Und dann sowas hier. Ah, da geht mir so ein bisschen das Herz auf, weil das mag ich total leiden. Feldzufahrten. Da habe ich nichts gesehen. Gut, und dann geht es in den Wald über. Ja, und da gibt es eben Waldwege. Völlig normal. Ja, aber dann aus dem Wald heraus wieder Betonplatten. Like. Schön. Hat er leider nicht durch die ganze Karte so durchgezogen. Oftmals eben ein bisschen dieses Matschi-Matschi und dann Gras so dazwischen. Ach, oder hättest du dich hier einfach so. Naja, hätte, hätte, Fahrradkette. Gut, wir kommen zu der BGA. Ich denke, da ist Platz genug. Groß, vernünftig aufgeräumt. Hier eine Zufahrt. Das ist okay. Aber eine Hauptzufahrt mit einer Waage finde ich ganz, ganz wichtig bei einer BGA. Muss einfach sein. Ja, dann habt ihr überall eure Straßen und Verbindungen hier eben dann auch unter anderem zum Beispiel hier mit einem Fußweg, da wo die Häuser eben noch sind. Dann hier wieder diese Platten. Wow. Ja, also schön, schön. Da hinten ist noch so eine einsame Industriegeschichte, aber auch gar nicht schlecht gemacht. Ja, so ein bisschen hier hinten am Kartenrand. Ja, riesengroß. Aber auch wieder mit Liebe zum Detail. So, ich guck mal eben gerade, wo wir uns befinden. Wir befinden uns hier unten, genau. Wir springen mal hier in diesem Kraftstofftank. Genau, der war da an der BGA. Oh. Ich glaube, die Felder brauchen uns. Ja, doch, wir können uns die Felderchen mal ein bisschen angucken. Aber da will ich gar nicht so weit drauf eingehen, außer eben auf die Wege hier. Ja. Und ihr habt ja zwischendurch immer mal so ein bisschen Wald. Hier auch die Wege, alles mit Betonplatten gemacht und dann hier der Betriebsweg wieder. Ja, und dann habt ihr. Wupp. Eben auch wieder die Matschwege. Den Bahnübergang, also vorsichtig, wenn der Zug kommt. Der ist nicht beschrankt und auch nicht beschildert. Aber hier dann eben im Wald Matschwege und hier außerhalb dann wieder schön mit so einer Allee. Oder angedeuteten Allee. Ja, also klasse. Gut gemacht. Der Händler.
eine weitere Produktion, Verkaufsstelle, der Viehhändler, Kirche. Dann lass doch mal die Kirche im Dorf. Und hier im Übergang schöne Straße, zusammengeflickt. Rechts und links Gehwege. Alles sieht gut aus. Hier irgendwie so ein Bauernmarkt noch oder sowas. Auch hier wieder so zusammengeflickte Straßen. Sehr toll. Dann ein weiteres Betriebsgelände oder ja, Industriegelände hier. Auch ordentlich gemacht. Und auch hier schönes, offenes, großes Industriegelände. Ende der Karte. Riesige Wälder. Aber zwischendrin immer mal so ein bisschen Liebe zum Detail. Kann man so behaupten. Ja, doch. Ne, hier schön mit Bahnübergang und so weiter. Also gar nicht so schlecht. Auch strukturiert. Gut, kommen wir mal so ein bisschen zum Fazit. Letzten Endes, und das ist ja eigentlich für die meisten immer so das Wichtigste. Don, willst du die Map spielen? Eigentlich würde ich sagen, ja. Ich hatte sie tatsächlich auch für mein Projekt ja so ein bisschen in Aussicht. Aber ich habe einfach nur mal hier geguckt. Fast 50 Hektar der Acker. Ja, ich könnte daraus mehrere kleine machen, indem ich Wiese dadurch ziehe und wie auch immer. Das könnte ich mir alles selber gestalten, wie ich mag. Aber ich glaube, dass ich mich auf der Map vielleicht so ein bisschen verlaufen würde. Ich finde sie recht groß. Ich lasse es trotzdem mal so im Hinterkopf, weil mir eigentlich so der Hof schön gefällt, weil er aufgeräumt ist. Ich weiß es noch nicht. Es ist eventuell eine Option. Aber ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, diejenigen, die auf der Map spielen, ich wünsche euch mega viel Spaß. Und es ist in meinen Augen eine ordentliche, vernünftige Map. Ja? Gut. Leute, ich will euch auch gar nicht weiter aufhalten. In diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute. Bleibt gesund. Freue mich über jeden Support. Ich bin für heute raus. Euer Don. Ciao. Ciao.